das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen guten Abend. Jeder Mensch hat das Recht, sich die Religion zu wählen, die er für richtig hält. Aber niemand hat das Recht, einen anderen im Namen der Religion unter Druck zu setzen oder gar umzubringen. Punkt. Anders als heute hat auch die christliche Kirche im Laufe ihrer Geschichte nicht immer nach diesem Grundsatz gehandelt. Doch das hat sich geändert. Heute sind es auch Christen, die besonders im Nahen und Mittleren Osten von islamistischem Terrorismus verfolgt oder gar brutal ermordet werden. Und deshalb fliehen eben viele von ihnen zu uns nach Deutschland. Getragen natürlich von der Hoffnung, dass ihr Glaube hier toleriert wird und sie nicht deshalb unter Druck geraten. Das sollte ganz besonders in Flüchtlingsunterkünften gelten, in denen sie mit anderen Flüchtlingen muslimischen Glaubens auf engem Raum zusammenleben. Doch leider machen sie auch andere Erfahrungen. Aus Hamburg berichtet Claudia Drechsel. Hier in der Kirche, da fühlen sie sich sicher. Die Christen Elias, Yusuf und die anderen. Ihre Gesichter und Stimmen wollen die Syrer nicht offenbaren. Was sie in ihrer Erstaufnahme erlebt haben, macht ihnen Angst. Es fing an, als andere Flüchtlinge sie als Christen erkannt hatten. Sie haben mein Kreuz gesehen und sofort gedroht, wir hacken dir die Hand ab. Sie sagten, wir hassen dich, weil du Christ bist. Ich bin nach Deutschland gekommen, um frei zu leben und treffe stattdessen auf radikale Muslime. Als unrein beschimpft, als Tiere, alles in der Erstaufnahme unter den Augen der deutschen Behörden. Auch dem Konvertiten Amir Ali aus dem Iran wurde sein christlicher Glaube zum Verhängnis. Im vergangenen Oktober geprügelt bis zur Ohnmacht, nach offenen religiösen Anfeindungen, wie Zeugen der Polizei sagten. Reden will er darüber im Fernsehen nicht. Die zuständigen Hamburger Behörden aber beharren darauf, dass es grundsätzlich kein Problem mit verfolgten Christen gebe. Dabei wird die Religion der Flüchtlinge nicht einmal registriert. Der Hamburger Senat erklärt nur schriftlich, Erstaufnahmeeinrichtungen seien Orte religiöser Neutralität. Die Bewohner würden in der Hausordnung verpflichtet, rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Die Hinweise mehren sich, dass eine Hausordnung nicht reicht. Am vergangenen Donnerstag wurden Sajjad und Mohammad, zwei iranische Christen, getreten und geschlagen. Der Betreiber des Flüchtlingsheims sagt, Gerangel komme vor, gerade in der Enge. Einen religiösen Hintergrund gebe es nicht. Aber die beiden Christen fühlen sich von einigen muslimischen Mitbewohnern bedroht. Zwei Tage vor dem Streit wollte ich mit einem Freund zum Deutschkurs. Da kamen sie vorbei und sagten, ey, ihr da mit eurem Christentum, und spuckten auf den Boden. Mehrere Kirchen berichten von Hilferufen. Mit der Polizei wollen die Betroffenen oft nicht reden. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt vermutet eine hohe Dunkelziffer. Die Zahl der Hilferufe erhöht sich und auch die Zahl der Schauplätze. Wir haben solche Nachrichten aus Berlin, aus Hamburg, aus Hessen, aus Baden-Württemberg. Und es hat den Eindruck, dass mit der Zahl der Flüchtlinge auch die Zahl der Übergriffe oder zumindest der Bedrohung steigt. Der Berliner Pfarrer Gottfried Martens hilft Christen und Muslimen. Natürlich sei nicht jeder Muslim ein Täter. Doch häufig dominierten Radikale die Unterkünfte. Seine Empfehlung, Christen und Muslime voneinander zu trennen. Ich weiß, dass das keine gute Lösung ist, aber auf der anderen Seite können wir nicht länger Christen hier zu Versuchskaninchen von irgendwelchen Toleranzexperimenten machen, die im Augenblick schlicht und einfach nicht funktionieren. Die Zahl der religiös motivierten Übergriffe in Flüchtlingsheimen ist unbekannt. Betroffenen bleibt oft nur, ihre eigene Unterkunft zu meiden. Ja, und nicht nur in den Flüchtlingsheimen stehen die Behörden vor großen Problemen. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es denn auch, die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge zu begrenzen, und zwar auch mit Verschärfungen von Gesetzen. Und so beschloss heute das Kabinett das sogenannte Asylpaket 2. Dadurch wird für bestimmte Asylbewerber der Familiennachzug eingeschränkt und Asylverfahren und Abschiebungen sollen beschleunigt werden. Und damit kommen wir nun auch gleich zum Deutschland-Trend und fragen Ellen Enni in Köln, was halten die Bürger denn von all diesen Maßnahmen?
Ja, das Asylpaket 2, das hat ja eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir haben zwei rausgegriffen. Unter anderem wollten wir wissen, wie sinnvoll es ist, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Da sagen 78% der Befragten, ja, das ist eine gute Idee. Nur 13% sagen, nein, das ist keine gute Idee. Hier also sehr klare Mehrheiten. Etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man auf den Familiennachzug schaut, der ja eingeschränkt werden soll für 2 Jahre, unter anderem für Bürgerkriegsflüchtlinge. Da sagen 44%, ja, das ist eine gute Idee. 49% wiederum sagen aber, nein, das ist keine gute Idee. Hier sind also die Deutschen gespalten. Je nach Maßnahme ergibt sich also ein durchaus differenziertes Bild. Ellen, dann lassen Sie uns von den beschlossenen Maßnahmen jetzt einen Schritt weitergehen. Wie kommt die Politik der Bundesregierung denn grundsätzlich an? Also wenn wir auf das große Ganze gucken, da haben die Deutschen eine klare und auch kritische Haltung zur Arbeit der Bundesregierung. Wir wollten nämlich wissen, hat die Bundesregierung ihrer Meinung nach die Flüchtlingssituation im Griff? Da sagen nur 18% der Befragten, ja, die hat sie im Griff. Und eine ganz klare Mehrheit von 81% sagt, nein, ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung die Flüchtlingssituation im Griff hat. Gleichzeitig, aber auch sehr interessant, wollten wir wissen, wie ist die Unterstützung denn für die Flüchtlinge, die zu uns kommen, aus den verschiedensten Gründen, zum Beispiel wegen politischer Verfolgung oder Bürgerkrieg. Finden Sie es richtig, dass Deutschland Menschen aufnimmt, die geflohen sind vor Krieg oder Bürgerkrieg? 94% sagen, ja, das ist richtig, dass wir diese Menschen aufnehmen. Bei politischer oder religiöser Verfolgung sagen immer noch 73%, es ist richtig, dass wir diese Menschen aufnehmen. Ein anderes Bild ergibt sich nur, wenn man nach wirtschaftlicher Not fragt, also Flüchtlinge, die eben in ihrem Land keinen Job oder kein Auskommen haben. Da sagt nur eine Minderheit von 25%. Diese Menschen sollte Deutschland auch aufnehmen. Also eine klare, breite Unterstützung für die Menschen, die wirklich vor Verfolgung geflohen sind und gleichzeitig ein sehr kritischer Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation und die Arbeit der Bundesregierung. Vielen Dank fürs Erste, Eleni. Und wir sprechen aber gleich nochmal. Bis gleich. Ja, und wenn man sich all diese Zahlen und Bewertungen der Bürger zu Gemüte geführt hat, dann ist das, was wir Ihnen jetzt zeigen, auch nicht mehr wirklich überraschend. Am 13. März wird in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt. Natürlich haben zumindest alle ernstzunehmenden Parteien dazu mehr oder weniger umfangreiche Wahlprogramme vorgelegt. All das scheint aber den Wahlkämpfern wie hier in Baden-Württemberg nicht wirklich viel zu nützen. Denn dieser Wahlkampf wird für alle immer mehr zum Ein-Themen-Wahlkampf. Es geht um die Flüchtlinge. Thomas Stephan. Der Liederkranz schmettert den Toto-Song Afrika. Es ist, als gäbe er das eigentliche Thema vor beim Neujahrsempfang der CDU in Stuttgart-Botnang. Volker Kauder aus Berlin ist da, der Fraktionsvorsitzende. In 5 Wochen wird gewählt im Ländle. Das zentrale Thema für viele hier, die Flüchtlingspolitik. Die meisten stehen hinter Merkel, ihr Kurs sei richtig. Aber da sind auch kritische Stimmen. Also ich bin da eher dagegen, so wie sie es macht. Wir können für alle da sein und nicht für alle bezahlen. Es wäre jetzt Zeit zu sagen, wir kümmern uns um die Leute, die hier sind, versuchen die zu integrieren. Und ich denke, damit wären wir ganz gut beschäftigt. Ich bete jeden Tag für Angela Merkel. Das sagt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Schwarz-grüne Koalitionen in der Flüchtlingspolitik. Nicht nur den populären Landesvater plagt in dem Zusammenhang das AfD-Problem. Über 10% im Ländle scheinen möglich. Wie kann man gegensteuern? Abgrenzung. Ängste schüren, hetzen und auf dem Rücken von Schwachen wie Flüchtlingen Politik machen, die sind vollkommen aus dem Rahmen ausgeschert und die zähle ich in keiner Weise mehr zum demokratischen Spektrum der Parteien. In Wangen im Allgäu ist es kalt und für den AfD-Kandidaten weht der Wind an diesem Tag rauer. Friedrich Thorsten Müller, früher in der CDU, heute muss er sich für die Schusswaffenäußerung seiner Parteichefin Petri rechtfertigen. Das kann man nicht machen. Völlig unnötig. Und ich meine, es ist von der Sache her auch völlig indiskutabel. Auf dem Plakat ist die Heimat Baden-Württemberg in Gefahr und die Rechtspopulisten geben den Retter. Offen sagen zwar die wenigsten ja, aber die AfD-Parolen zeigen Wirkung. Könnten Sie sich vorstellen, die AfD auch zu wählen? Ja, warum bitte? Das sehen wir. Ich glaube jetzt nicht, dass ich AfD wählen werde. Weil, also mir hat die Partei eindeutig zu radikale Tendenzen. Also
Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wenigstens ein paar reinkommen von der AfD, dass sich da was verändert, dass die etablierte Politik sich ändert. Guten Abend. Die etablierte Politik. Die SPD gehört dazu und ihr Spitzenkandidat Nils Schmid putzt Klinken, rackert. Doch seine Partei rutscht immer tiefer. Bei Veranstaltungen häufig Fragen zur Flüchtlingspolitik zur AfD. Der Appell ist kämpferisch. Die Grenze heißt, anständige Leute wählen keine Rassisten. So einfach ist es. Zugleich aber ist da Erschütterung darüber spürbar, dass die Parolen der Rechtspopulisten zu verfangen drohen, dass die Flüchtlingsfrage polarisiert. Diese Entwicklung sieht man nicht nur in der SPD mit Sorge. Ja, in den Bundesländern, in denen gewählt wird, da wirbelt die Diskussion um die Flüchtlinge natürlich einiges durcheinander. Nun ist natürlich die Frage an Ellen Eni beim Deutschlandtrend, ist das denn auf der Bundesebene ähnlich? Ja, das muss man ganz klar bejahen, diese Frage, denn wir können das sehr gut festmachen an der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung, die wir jeden Monat abfragen. Und da möchte ich gerne einen Zeitverlauf zeigen. Im Juli, also vor der großen Flüchtlingskrise, 57% Zufriedenheit. Das ging dann langsam runter im November auf 42%. Im Dezember, Januar ging es wieder bergauf, 51% und jetzt im Februar der Absturz. Nur noch 38% der Deutschen sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Das ist der schlechteste Wert der Regierung in dieser Legislaturperiode. So viel zum Kollektiv. Das färbt natürlich auch auf die einzelnen Player ab, nämlich auf die Beliebtheitsliste der Politiker. Die führt zwar nach wie vor Außenminister Frank-Walter Steinmeier an mit 70%. Er büßt nur einen Punkt ein im Vergleich zum Vormonat. Aber jetzt Wolfgang Schäuble büßt 8 Punkte ein, landet bei 64%. Und die Bundeskanzlerin, sie verliert 12 Punkte im Vergleich zum Vormonat, landet bei 46%. Und damit fast gleich auf mit Sigmar Gabriel, der konstant liegt bei 45%, und Horst Seehofer, der sich noch mal um 2 Punkte auf 45% verbessern kann. Zum Wert von Angela Merkel, 46% Zufriedenheit, muss man sagen, das ist ihr schlechtester Wert seit August 2011. Und wenn man jetzt mal einen dicken, fetten Strich unter das alles macht und die Frage stellt, wie wirkt sich das auf die Sonntagsfrage aus? Wie wirkt sich es denn aus? Das wirkt sich auch ganz klar und direkt bei der Sonntagsfrage aus. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 35%. Sie muss 4 Punkte verlieren im Vergleich zum Januar. Die SPD, sie bleibt konstant bei 24%. Die Linke verbessert sich um 1 Punkt auf 9%. Die Grünen verlieren 1 Punkt, landen bei 10%. Die FDP kann sich um 1 Punkt verbessern auf 5%. Und die Alternative für Deutschland, sie verbessert sich um 3 Punkte auf 12%. Insgesamt muss man sagen, dass die Verluste der Union, der FDP, aber vor allem der Alternative für Deutschland zugutekommen. Alle Zahlen und alle Informationen zu diesem Deutschlandtrend können Sie auch wieder bei uns im Internet nachlesen, wie immer unter www.tagesschau.de. Und ganz herzlichen Dank, Ellen Eni, nach Köln für diese Informationen. Danke nach Hamburg. So, ja, und die Ergebnisse aus dem Deutschlandtrend und die Flüchtlingsfrage kommentiert jetzt Kai Kniffke vom Südwestrundfunk. Jetzt wird die Aufregung wieder groß. Die einen sehen die IS-Horden in Deutschland aufmarschieren, die anderen wähnen das Land im Würgegriff der Neonazis. Fakt ist, die Politik verliert an Rückhalt. Die meisten Deutschen glauben, die Regierung habe die Flüchtlingssituation nicht im Griff. Verantwortliche Politiker müssen jetzt aber die Nerven bewahren und entschieden handeln. Das ist mühsam, aber die Kabinettsbeschlüsse von heute sind richtig. Die Flüchtlingszahlen müssen runter. Niemand darf sich dabei von 12% AfD verrückt machen lassen und diese Partei dämonisieren, sondern mit Klarheit und Ruhe mal fragen, welche Ideen die AfD überhaupt so hat, außer auf Flüchtlinge zu schießen. Ich möchte nicht, dass man meine Kinder erschießt und deshalb sollten wir das auch nicht mit anderen Kindern tun. Ich verstehe ja die romantische Vorstellung der AfD, man könne die böse Globalisierung aufhalten. Kann man aber nicht. Erst kamen nur die Waren. Dann übers Internet die Informationen und jetzt kommen die Menschen. Das muss man respektvoll miteinander diskutieren. Warum sind wir Deutschen das erfolgreichste Land in Europa? Weil unsere Gesellschaft nicht eine lähmende Spaltung hat wie in anderen Staaten. Weil wir noch miteinander reden. 70% der Deutschen sind beunruhigt, ja. Aber bevor die German Angst um sich greift, sollten wir uns klar machen, bei uns paaren sich wirtschaftliche Power mit weltweit geachteter Humanität. Wir sind Fußball-Weltmeister, Handball-Europameister.
Das ist nicht der Untergang des Abendlandes und kein Grund, Deutschland jeden Montagabend schlecht zu reden. Das ist ein Grund, stolz zu sein. Kai Kniffke kommentierte. Im Lauf des Jahres werden voraussichtlich immer mehr Flüchtlinge einen Arbeitsplatz in Deutschland suchen. Unter anderem deswegen werden jetzt die Jobcenter reformiert. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Susanne Dobner. Das Bundeskabinett billigte heute ein Maßnahmenpaket, das die Jobcenter von Bürokratie entlasten soll, um die Betreuung Arbeitssuchender zu verbessern. So sollen bei Hartz-IV-Empfängern Leistungen für 12 Monate bewilligt werden. Bislang war dies nur für 6 Monate vorgesehen. Auch die Berechnung der Zuschüsse für Miete und Heizung soll vereinfacht werden. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Die Syrien-Friedensgespräche in Genf werden für 3 Wochen ausgesetzt. Der UN-Sonderbeauftragte de Mistura betonte, die Verhandlungen seien aber nicht gescheitert. Bis Regierung und Opposition direkt miteinander sprechen könnten, gäbe es jedoch noch viel zu tun. Seit dem Beginn der Konferenz am Freitag hatte de Mistura in Genf getrennt mit den Delegationen gesprochen. Oppositionsvertreter wollen erst dann direkt verhandeln, wenn die Regierung ihre Angriffe auf Zivilisten einstellt. Das höchste ägyptische Berufungsgericht hat Todesurteile gegen 149 mutmaßliche Islamisten aufgehoben und die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet. In einem Massenprozess waren die Angeklagten vor rund einem Jahr schuldig gesprochen worden. Sie hätten bei Unruhen nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi mehrere Polizisten getötet. Menschenrechtler hatten die Todesurteile als willkürlich kritisiert. Das EU-Parlament hat heute über die geplanten Zugeständnisse der Europäischen Union an Großbritannien diskutiert. Die vorliegenden Reformvorschläge sind teils umstritten, etwa die sogenannte Notbremse. Danach darf das Land Sozialleistungen für EU-Ausländer begrenzen. Kommissionspräsident Juncker bezeichnete die Vorschläge als fair. In einem Referendum sollen die Briten über ihren Verbleib in der EU abstimmen. Als Konsequenz aus den Manipulationen bei VW hat das Europaparlament neue Abgastests für Dieselfahrzeuge gebilligt. Von 2017 an soll der Ausstoß von Stickoxiden nicht mehr im Labor, sondern unter realistischen Bedingungen auf der Straße gemessen werden. Allerdings dürfen die Grenzwerte noch mehrere Jahre deutlich überschritten werden. Sozialdemokraten und Grüne hatten sich für strengere Vorgaben eingesetzt. Russlands Präsident Putin hat in seiner Residenz bei Moskau Bayerns Ministerpräsidenten Seehofer empfangen. Vor dem Gespräch hatte Seehofer für eine Lockerung der westlichen Sanktionen gegen Russland geworben. Es gehe darum, ein Stück Vertrauen wiederherzustellen. Putin würdigte Seehofers Willen so wörtlich, viel für eine Normalisierung zu tun. SPD und Grüne kritisierten, der CSU-Vorsitzende handle mit seiner Reise gegen deutsche Interessen. Es sind Szenen wie aus einem Bürgerkrieg. Leichen liegen auf den Straßen, Schüsse und Granateinschläge versetzen die Menschen in Angst und Schrecken. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Juli den Friedensprozess mit der PKK für gescheitert erklärt hat, tobt in den Städten der Südosttürkei ein erbitterter Häuserkampf zwischen türkischen Sicherheitskräften und kurdischen Kämpfern. Mehrere hundert Zivilisten starben, Tausende sind auf der Flucht. Angesichts anderer Weltkatastrophen gerät diese, und die ist direkt vor unserer europäischen Haustür, zu leicht aus dem Blick. Michael Schrank mit einem bedrückenden Bericht aus seiner Region im Ausnahmezustand. Erst seit Kurzem wissen diese Menschen, in 4 Stunden wird hier Ausgangssperre herrschen. Jetzt bleibt ihnen nur die Flucht. Aus Erfahrung weiß man hier in der Altstadt von Diyarbakir, Ausgangssperren können Wochen dauern. Seit 2 Monaten tobt in vielen Städten im Südosten der Türkei ein blutiger Konflikt zwischen Militär und Polizei einerseits und verbotener kurdischer Arbeiterpartei PKK und deren Jugendorganisation andererseits. Dazwischen Zehntausende Kurden, die das meiste Hab und Gut zurücklassen müssen. Wir wissen nicht, wohin. Wir werden erst mal im Park schlafen müssen. Sie vertreiben uns. Aber nichts ist für uns vorbereitet oder geplant. Wohin sollen wir denn nur gehen? Gerade mal 4 Stunden bleiben diesen Menschen, um wenigstens ein paar Habseligkeiten und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Wer zu Hause bleibt, wird oft wochenlang nicht mehr vor die Türe treten können, ist von jeder Versorgung abgeschnitten und muss ständig um sein Leben fürchten.
Szenen wie diese sind es, die in vielen kurdischen Städten seit Wochen Angst und Schrecken verbreiten. Selbst die Beisetzung von Getöteten, laut türkischer Menschenrechtsstiftung sollen es inzwischen etwa 200 Zivilisten sein, ist lebensgefährlich. Der ungleiche Kampf zwischen türkischen Sicherheitskräften und PKK-Gruppen erfrisst sich durch kurdische Städte. Schlagen türkische Sicherheitskräfte an einem Ort mit der Übermacht ihrer Waffen hart zu, zieht sich der Gegner zurück und eröffnet andernorts ein neues Schlachtfeld. Keine der Konfliktparteien scheint dabei auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen. Nach 2 Monaten bewaffneter Auseinandersetzungen ist die medizinische Versorgung in vielen Konfliktregionen katastrophal. Müll liegt auf den Straßen. Es gibt kein fließendes Wasser. Ärzte schlagen Alarm. Egal ob Guerilla oder Polizist, oft liegen sie wegen gegenseitigem Beschuss tagelang tot auf den Straßen. Es drohen Seuchen. Auch die Tochter dieser Frau liegt tot auf der Straße. Rosarin wurde gerade mal 16 Jahre alt. Seit über 3 Wochen kann sie nicht beigesetzt werden. Rosarin trug ihre Schuluniform, als sie erschossen wurde. Sie hat mit Politik nichts zu tun. In Diyarbakir trauern in diesen Tagen mehrere Mütter. Sie protestieren gegen einen Krieg, in dem sie keinen Sinn sehen. Ein Auto kaufen und bar bezahlen, das könnte in Zukunft in Deutschland verboten sein. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Dattner. Die Bundesregierung will das Bezahlen mit Bargeld begrenzen. Ab einem Betrag von 5.000 Euro sollen Geschäfte aller Art nur noch elektronisch durchgeführt werden. Ziel ist es, Geldwäsche und die Finanzierung von Terroristen zu erschweren. Angestrebt werde eine europäische Regelung, notfalls werde man aber alleine handeln, hieß es. Die Grünen kritisierten den Plan als Angriff auf die Privatsphäre und den Datenschutz. Die chinesische Wirtschaft plant die bisher größte Übernahme eines ausländischen Unternehmens. Der Staatskonzern ChemChina will den Schweizer Agrochemieproduzenten Syngenta kaufen, der unter anderem Weltmarktführer im Bereich Pflanzenschutz ist. Mehr dazu von Anja Kohl aus Frankfurt. Chinesen auf Einkaufstour in Europa. Gerade übernahmen sie den deutschen Maschinenbauer Krauss Maffei und den italienischen Pirelli-Konzern. Die jetzige Übernahme ist die größte, die jemals von Chinesen im Ausland getätigt wurde. ChemChina heißt der Staatskonzern, der 39 Milliarden Euro für Syngenta bietet. Das Angebot sichert den Schweizern Eigenständigkeit zu. Auch der Sitz soll in der Schweiz bleiben. Ein Jobabbau ist kaum zu befürchten. Gute Gründe für die Schweizer, bereitwillig Ja zu sagen. Den Aktionären winkt eine hohe Prämie. Die Syngenta-Aktie gewann heute 2%, zwischenzeitlich sogar 9%. Weniger Freude löst der Deal bei der deutschen Konkurrenz aus, Bayer und BASF. Sie müssen nun zusehen, dass sie in China nicht an Boden verlieren. Die Preise im Geschäft mit dem Pflanzenschutz fallen. Der Druck, sich zusammenzuschließen, ist hoch. Syngenta erhält nun direkten Zugang zum nach wie vor wachsenden chinesischen Markt. Chinas Wirtschaft hat Probleme. Deshalb investieren die Konzerne des Landes im Moment lieber im Ausland. Die Börsendaten. Der Dow Jones in New York schloss am Abend im Plus bei 16.336 Punkten. Der deutsche Aktienindex hingegen verlor und ging mit 9.435 Punkten aus dem Handel. In Greifswald hat am Forschungsreaktor Wendelstein 7X eine neue Versuchsreihe begonnen. In der Anlage sollen Möglichkeiten erprobt werden, aus Kernfusionen Energie zu gewinnen. Kanzlerin Merkel sagte, die Technologie komme ohne klimaschädliche Emissionen und ohne langlebige radioaktive Abfälle aus, wie sie etwa bei der Kernspaltung anfallen. An der als komplex geltenden Technologie wird seit mehr als 50 Jahren geforscht. In Hamburg ist eine wichtige Etappe bei der Fertigstellung der Elbphilharmonie abgeschlossen worden. Im Konzertsaal ist nun die sogenannte weiße Haut angebracht. Die eigens entwickelte Oberfläche besteht aus 10.000 Gipsfaserplatten und soll für eine optimale Akustik sorgen. Im Januar nächsten Jahres soll die fast 800 Millionen Euro teure Elbphilharmonie eröffnet werden.
Das komischste Gummigesicht der Welt, so wurde er mal genannt. Und tatsächlich wurde Jerry Lewis durch lustige Filme weltberühmt, in denen er singend, feixend und grimassierend dann den zappeligen Kindskopf gespielt hat. Doch wie bei allen großen Komikern greift es auch beim King of Comedy zu kurz, ihn nur auf albernen Nonsens zu reduzieren. Anfang der 70er Jahre plante Lewis einen Film, der sein Meisterwerk werden sollte. Eine Tragikomödie über einen deutschen Clown, der in einem Konzentrationslager eine Gruppe Kinder in den Tod begleitet. Doch Lewis scheiterte an dem Projekt. Einen fertigen Film hat niemals jemand gesehen. In einer NDR-Dokumentation hat Lewis jetzt erstmals genau darüber gesprochen. Marcel Müller. Ja, und zwar gleich, denn der Clown, diesen Film von Erik Friedler, sehen Sie jetzt im Anschluss an diese Tagesthemen. Aber davor natürlich noch der Blick auf das Wetter. Sven, natürlich Auftakt toller Tage. Was kann man erwarten? Ja, Nässe von oben kann man erwarten und man kann erwarten, dass es so ein bisschen frisch ist morgen. Die Temperaturen werden zwar langsam steigen, aber so mit 5 bis 8 Grad ist das dann schon notwendig, das richtige Kostüm auszuwählen, um das einigermaßen auszuhalten im Straßenkarneval. Bevor ich jetzt auf das Wetter morgen zu sprechen komme, möchte ich mal Bilder zeigen, Satellitenbilder. Und die sehen gerade für mich als Meteorologen manchmal richtig toll aus. Und wir haben dafür einen Ausschnitt gewählt. Sie sehen hier Oslo, Sie sehen hier Hamburg, das heißt hier ist der Skagerrak. Was Sie sehen, ist hier über der Nordsee eine ganze Menge an Schauerbewölkung. Überall sieht man diese hoch aufreichenden Quellwolken. Und dann sieht man hier praktisch überhaupt keine Wolke. Im Lee der norwegischen Gebirge. Denn wir hatten einen nordwestlichen Wind. Sie sehen das hier sehr schön. Windstärke 5 bis 8. Der war also recht kräftig. Und dann muss die Luft hier über die Berge rüber. Und das bedeutet auf der Windabgewandten, auf der entsprechenden Lee-Seite, dass sich die Wolken einfach auflösen. So eine Art Föhneffekt. Deswegen bestand hier auch nur eine relative Luftfeuchtigkeit von 40%. Jetzt kommen wir zurück zu der aktuellen Strömung und die ist immer noch eine nordwestliche, das heißt, da geht es so weiter. Dann kommt aber demnächst wieder Luft von Westen, die Temperaturen werden steigen. In der Nacht allerdings ist es so, dass wir weitere Regenfälle haben. Die Schneefallgrenze ist tief, liegt bei 200 bis 400 Metern, also tatsächlich auf den Straßen vorsichtig sein. Morgen früh meist minus 3 bis 3 Grad, also mit Glättegefahr. Der morgige Vormittag startet schon wieder nass, auch in den Narrenhochburgen. Um 11.11 Uhr wird man vermutlich Nässe von oben abbekommen. Schneefallgrenze steigt von Westen ganz langsam. Nachmittags auch die Eifelberge dann im Regen. Sonst die Schneefallgrenze bei rund 500 Meter. Das schönste Wetter an der Ostsee. Temperaturen meistens so zwischen 4 und 8 Grad. In den Mittelgebirgen auf 600 Meter um Null. Der Wind aus Südwest an den Küsten Nordwest, dort frisch bis stark. Zum Schluss die Aussichten. Das ist der Freitag immer noch nass, von Westen milder. Und Samstag haben wir dann im Süden mal kurz Frühling bei Föhn bis 16 Grad. Also wasserabweisende Kostümierung ist morgen wahrscheinlich kein Fehler, Thomas. Dann halten wir uns dran. Lieber Sven, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Von den Tagesthemen nach dem schon angekündigten Dokumentarfilm Der Clown. Jetzt gleich meldet sich dann um 0.40 Uhr Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Also, kommen Sie gut durch diese Nacht. Musik